Vielen Dank, dass ich auch einen Text lesen darf. Ich habe mir gedacht, zum Thema Toleranztage, bin ich Mitglied einer Lesebühne, das heißt, dass wir jeden Monat uns Leute einladen, die uns ein Thema vorgeben, zu dem wir Texte schreiben. Und im Dezember hatten wir da das Thema Alltagsrassismus und ich finde, das Thema passt dann auch sehr gut zu Toleranzgesprächen. Und der Text, den ich geschrieben habe, handelt davon, dass ich mir überlegt habe, was ist so ein Alltagsrassist? Man ist ja dann immer oft gefährdet, in einer dieser Filterblasen festzustecken und ein bisschen zu pauschalisieren. Und falls jemand sich sehr gut mit David Foster Wallace auskennt, wird er möglicherweise Inspirationen zu meinem Text bei ihm wiedererkennen. Die rassistische Person konnte eigentlich nur als im strengsten Sinne unauffällig bezeichnet werden. Zum Beispiel war die rassistische Person ein starker Raucher, was nicht bedeutet, dass Rauchen in Zusammenhang mit ihrem Rassismus stünde, aber es war nun mal ein unauffälliges Hobby, das man so nebenher nennen kann, ohne dass die Mitmenschen es befremdlich fänden und anfängen, sich für das Wesen der rassistischen Person zu interessieren. Anders, als wenn die rassistische Person beispielsweise Stofffetzen traditioneller folkloristischer Gewänder sammeln würde, was Nachfragen zur Folge hätte und ein Gespräch in Gang brächte, in dessen Verlauf sich der Rassismus der Person offenbaren würde. Im Vergleich dazu war Rauchen unauffällig banal und uninteressant, weil auch noch dazu kam, dass die rassistische Person die Verpackungen und Stummel wegwarf, also wirklich nur um des Rauchenwillens rauchte und dabei nicht das Ziel verfolgte, möglichst unterschiedliche Sorten und Marken Zigaretten zu qualmen, sondern festgefahren eine Marke rauchte, wobei diese Festgefahrenheit schon als Indiz für den Rassismus gelten könnte, weil die rassistische Person es ablehnte, wenn Dinge sich ändern, was schon öfters in Korrelation zu Rassismus steht, aber es bedingt das eine eben nicht das andere. Die rassistische Person könnte problemlos Straftaten en masse begehen, da sie so unauffällig war, dass sie jede Gegenüberstellung auf einem Polizeirevier zwangsläufig in ein Lottospiel verwandeln musste. Natürlich wäre es der rassistischen Person nicht in den Sinn gekommen, Straftaten zu begehen und das erst recht nicht en masse, denn sie, die rassistische Person, pflegte einen durchwegs korrekten Lebensstil, der Gesetzen folgte, was gleichzeitig nicht bedeutet, dass die rassistische Person über einen moralisch einwandfreien Leumund verfügte, was an der menschgegebenen Ungleichheit von Gesetz und Moral in manchen Fragen Zusammenhang. Mit dem Unterschied, dass Gesetze abhängig von Zeit und Ort eindeutig waren und Moral stets eine Auslegungssache und Auslegungssachen waren nicht Sache der rassistischen Person. Ein Beispiel. Beobachtete sie, die rassistische Person, eine einseitig ablaufende Schlägerei, so hielt sie die Täter nicht zurück, da dies als tätlicher Angriff gegen sie, die Täter, verstanden werden konnte, was verboten wäre. Was sie, die rassistische Person, durchaus tat, war zu warten, bis die einseitige Schlägerei beendet war, um dann allen darin Verwickelten, so gut sie, die rassistische Person, sie, die darin Verwickelten, versorgen konnte, zu versorgen. Das bedingt durch das Faktum, dass sie, die rassistische Person, weder Erfahrung noch Ausbildung auf dem humanitären Sektor besaß, eine spärliche Angelegenheit war. Und sich meistens auf die Ausrede, sie, die rassistische Person, habe gerade kein Mobiltelefon zur Hand, sowie die beleidigte Bitte, sie, die darin Verwickelten, sollen sich nicht so akustisch präsent machen, belief. Dass die rassistische Person ihrer Umgebung nicht auffiel, lag auch daran, dass sie, die rassistische Person, auf den ersten Blick durchaus soziale Kontakte mit Ausländern hatte, um nicht zu sagen sogar einen multikulturellen Freundeskreis besaß, was bei näherem Hinsehen allerdings nicht haltbar war. Lediglich hatte sie, die rassistische Person, begriffen, dass beispielsweise der Name Ali sie, die Ausländer, nicht davon abgehalten hatte, echte Österreicher zu sein. Zum Beispiel gab es eben Ali, einen Arbeitskollegen der rassistischen Person, an dem sie die rassistische Person besonders schätzte, dass er es ablehnte, um nicht zu sagen verachtete, wenn das Wiener Schnitzel mit Schweinefleisch zubereitet war, weil es natürlich korrekterweise mit Kalbfleisch zu machen ist, was erschreckend wenige Österreicher wussten, wie sie die rassistische Person bemängelte, wie überhaupt sie, die Österreicher, nach und nach verlotterten, befand sie die rassistische Person, was natürlich auch keine Eigenschaft war, die sie, die rassistische Person, aus der Masse herausstechen ließ, denn ein gewisser Pessimismus gepaart mit genereller Griesgrämigkeit ist unter den Österreichern eine Art kleinster gemeinsamer Nenner und daher keiner näheren Betrachtung würdig und daher auch kein Alleinstellungsmerkmal der rassistischen Person. Vielleicht konnte bemerkt werden, dass die rassistische Person eigentlich in keiner Weise klar umrissen werden konnte und nichts, was wir über sie, die rassistische Person, wissen, uns wirklich dabei helfen kann, sie,
auf der Straße zu erkennen. Auch wenn wir Ahnungen haben könnten, aber zusammengefasst ist sie, die rassistische Person, eigentlich nicht hinreichend charakterisiert worden, um die Hauptfigur eines literarischen Textes zu sein. Sie wirkt eigentlich wie ein Hintergrundfigürchen, eine Spezifikation der sie umgebenden Welt. Sie ist alleine schon durch das Auslassen des Namens, aber auch des Äußeren ungeeignet, Empathie bei den Rezipienten auszulösen. Jedenfalls macht es das vergleichsweise überflüssig, die Geschichte der rassistischen Person zu erzählen, denn es ist eine Geschichte, wie viele unspektakuläre Geschichten, die sich, wenn überhaupt, nur durch Banalität heraustun können. Und dementsprechend sei an dieser Stelle ein Riegel vorgeschoben, was nichts daran ändert, dass ihre Geschichte erzählenswert sein könnte, wenn sie denn mehr Zeit bekäme und wir uns mit der rassistischen Person näher beschäftigen würden wollen. Und es könnte eine gute Geschichte sein, wenn jemand die Leerstellen ausfüllen würde, die in der Geschichte vorhanden sind. Allerdings lässt sich bereits eine Geschichte aus den vorhandenen Informationen extrahieren, wenn die Rezipienten einfach einfügen, was sie, die Rezipienten, über die rassistische Person, die Sie, die Rezipienten, kennen, wissen. Dankeschön.